Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich hätte mir nie gedacht, dass mich in 6 Wochen die Verlogenheit noch einmal so schnell einholt. Hundertschaften von Asylanten werden durch schlechte Gesetze, die zu schlecht gemacht worden sind, noch immer in einem Ausgehgänge sitzen, quasi jahrelang auf einen Krebstest warten und nach 8 Jahren kriegst du dann und jetzt schleicht die. Milliarden werden versenkt in Kärnten. Sexueller Missbrauch. Die Kirche und die Reaktionären schütten es wieder zu, als wäre es niemals geschehen. Und jetzt die größte Verlogenheit, meine Damen und Herren. Dieser Mann, der Amtsinhaber dieses Amtes. Und da gibt es viele Streitereien, wenn man sagt, braucht man einen Bundespräsidenten. Ich glaube schon, dass man einen braucht. Weil stellen Sie sich vor, wir hätten eine Bundespräsidentin, die einen Notar braucht, um zu bestätigen, dass es die KZs nie gegeben hat. Das wäre unvorstellbar. Und das ist die größte Verlogenheit. In einem Stil etwas zu leugnen und zu sagen, das hat es nicht gegeben. Wo ist dieses Österreich hingekommen? Ich habe vor 3 Tagen ein Erlebnis gehabt, das so katastrophal war, dass mir zu Herzen gegangen ist. Ich war in Mauthausen bei der Gedenkfeier zur Hasenjagd. Da wurden 500 KZ-Häftlinge, die entkommen sind, in ein paar Stunden nicht von den SS-Lern, sondern von Österreichern niedergemetzelt. 12 davon haben überlebt. Und Frau Rosenkranz, dieser Stein ist aus dem Steinbruch Mauthausen. Wenn Sie wirklich sehen wollen, dass es das gibt, fahren Sie mit mir dorthin und schauen Sie es an. Wir brauchen niemanden, der einen Notariatsakt braucht, um zu sagen, das hat es nicht gegeben. Aber ich habe mir vorgenommen, den Namen nicht in den Mund zu nehmen, weil diese Frau ist ja nicht wirklich dafür verantwortlich zu machen. Es ist ja der Sumpf drumherum. Seit Jahren wird dieser Sumpf immer wieder aufbrechen. Seit Jahren macht man Geschäfte mit diesem Sumpf. Und die Menschen, die diese Parteien wählen, die würde ich jetzt sofort auch zum Teil im Schutz nehmen. Wir leben heute in einer Zeit, in der viele Menschen eine ökonomische Angst haben. Viele glauben, dass sie bald überhaupt nichts mehr haben. Und diese Rattenfänger, die es gibt, sind eben schnell genug, weil die anderen offensichtlich langsam sind, um ihnen zu sagen, dass es in Österreich weiterhin gut gehen wird. Deshalb glaube ich, dass, und das macht mich wahnsinnig froh, dass heute hier so viele Junge sind, es darf das nicht stattfinden. Jede weiße Stimme ist eine Ohrfeige gegen diese Demokratie. Jede Stimme für Rot-Weiß-Rot ist die Ohrfeige, ist wichtig und ist eine Ohrfeige für die Rechten. Und jede Stimme in Rot-Weiß-Rot heißt der Amtsinhaber Heinz Fischer. Ich freue mich, dass ich heute hier mitmoderieren darf und werde noch einen Abend verbringen, der hoffentlich friedlich verläuft. Und das bitte ich euch alle. Es geht um Menschen zu zeigen, dass wir in einem großartigen Land leben, in einem sicheren Land leben, aber doch nicht so auf der Insel der Seligen, die man uns seit Jahren jetzt versucht einzureden. Und viele sind jetzt natürlich auch schon hereingekommen, die ein bisschen anderes Gedankengut haben. Aber wenn ihr, wenn die Jugend es verhindert, dass das weiter wächst, dann vielleicht hören wir auch einmal auf, auch die Großparteien, manchmal wegzuschauen, wenn man auch mit dem rechten Ufer Geschäfte machen kann. Bis später.